Hallo und willkommen zu einem weiteren Spiel, wieder von Arcade Kitten, ein RPG-Game, denke ich mal, Holiday Shopping. Keine Ahnung, ob es ein Horror-Game ist oder ob es gruselig ist oder ich habe absolut keine Ahnung. Wir gucken jetzt einfach spontan mal rein und ich wünsche euch viel Spaß. Okay, dieses Spiel beinhaltet Waffen, Blut, potenzielle Mörder, Morde, eine strenge Sprache. Oh, ja, das klingt ja nach Spaß. Autsch. Das ist genug. Ovidius, versuch das nicht nochmal. Mach es nicht schwerer, als es ohnehin schon ist. Nein, nein, bitte! Bitte! Ich verstehe es nicht. Ich wollte doch nur beim Geschäft mitmachen. Ich war verzweifelt. Du hast das doch verstanden. Oh, das verstehst du doch, oder? Bitte ich. Doch eine Frau. Weißt du? Und ein Kind? Eine Tochter? Sie ist erst 5. Du verstehst? Sie wird bald 6. Im Frühling. Ich, bitte ich. Ich kann sie nicht verlassen. Dann ist sie ja ohne Vater. Bevor der Urlaub anfängt. Ich kann auch nicht einfach meine Frau verlassen. Ohne zu wissen, was passiert ist. Schau. Ich war verzweifelt. Okay? Aber jetzt nicht mehr. Ich habe Geld gespart. Ich schwöre. Ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre, ich. Bitte lass mich leben. Wenn du mich leben lässt, werde ich gehen. Verspreche ich. Ich werde es verlassen. Ich werde dieses Geschäft verlassen und nicht mehr zurückkommen. Meine Familie und ich werde in eine neue Stadt gehen und einen neuen Job finden und nie mehr mit diesem Zeug was zu tun haben. Nicht mal in die Nähe kommen. Ich werde weit weg sein, einen ganz normalen Job haben. Wir können eine ganz glückliche Familie sein. Eine normale, glückliche Familie. Bitte, bitte, Mann, bitte lass mich leben. Was tust du da, Ovidius? Du weißt doch, leg dich an. Du weißt, wie er ist. Du siehst ihn das immer tun, jederzeit. Es ist immer dieselbe Ausrede. Immer und immer wieder. Es wird immer versprochen, was zu ändern. Sprechen, sprechen. Immer der gleiche Scheiß. Aber ja. Hört auf damit. Der Boss braucht jemanden, der einen Job getan hat. He's relying on you. Und? Du weißt, wie sich das anfühlt, wie er am Boden zu sein. Ich kann ihn nicht enttäuschen. 5 ist ein sehr junger
junges Alter seine Eltern zu verlieren. Ah, jetzt habe ich es übersprungen. Jetzt weiß ich nicht, was der vorher gesagt hat. Nein, nein. Verdammt, Ovidius. Warst du nur deinen Kopf? Warst du nur deine Gedanken? Genug davon. Du weißt, was du zu tun hast. Also tu es einfach. Okay. Das ist jetzt ein interessanter Start, ein ungewöhnlicher Start in dem Game. Man kann jetzt schon entscheiden, ihn zu erschießen oder es nicht zu tun. Die Frage ist, wie geht das Spiel dann weiter, wenn wir ihn erschießen? Dann ist es dann schon vorbei? Oder, hä? Ich kapiere das nicht ganz. Wir entscheiden uns mal, ihn am Leben zu lassen. Uff. Hör zu. Steh auf. Hau ab. Komm nie wieder zurück. Ansonsten werde ich rausfinden. Dann gibt es Ärger, wenn du mich hier veräppelt hast. Es wird keine zweite Chance geben. Aber, weil ich verspreche dir. Nein, nein, das verspreche ich dir. Ich bin nämlich ziemlich gut in dem, was ich mache. So, da geht er hin. Let's just hope I don't regret it. Mein Telefon. Es ist der Boss. Der Boss. Videos. I don't expect you to pick up, if I'm honest. Heißt es, du hast es getan? Wie ist es gelaufen? Entschuldigung, Boss. Ich kann dich nicht anlügen. Er ist abgehauen. Oh, verdammt, wirklich? Es tut mir leid. Ich werde es wieder gut machen. Oder ich werde ich nicht. Chef? Sorry, ich habe nur nachgedacht. Ich meine, I'll make it up to you, Boss. Nein, nein. Ich respektiere deine Entscheidung. Das kommt sehr selten vor. Das kapiere ich jetzt nicht. Was geht's? Du kannst jetzt nach Hause gehen. Wir werden das später klären. Wenn ich jemandem vertrauen kann, bei dieser Art von Angelegenheiten, dann bist das du. Natürlich, Boss. Da ist niemand anders sonst, der das tun könnte. Sorry, meine Übersetzung ist ziemlich schlecht. Soll ich es vielleicht nur auf Englisch vorlesen, wie Scarecrow, Crow Scare? Ich versuche es zu übersetzen. Sicherheitskamera rund um das Gebäude und unter so vielen
Menschen, mit so vielen Menschen rund um mich herum zusammenzuleben, ist es sehr schwer, dass ich ein Ziel bin. Ich denke, ich bin so sicher, wie es nur geht. Sollte mich das nochmal überraschen, in dieser späten Nacht mit einem Job, mit diesem Job. Das kann nicht ganz normal sein, so 9 bis 5, oder? Was tue ich nun? So, du kannst in dem Apartment herumgucken, dich umsehen. Und die Maus und die Tasten. Gut, das ist jetzt eine kleine Anweisung. Ja, das. Ah, man kann mit der Maus hier Sachen anwählen. Es scheint so eine Art Krimi-Story zu sein. Und wir sind sowas wie ein Auftragskiller. Und wir haben jetzt den letzten Auftrag leben lassen. Ich frage mich, ob wir. Ah, wir fangen einfach mal an. Also. Ich habe momentan nichts im Fernsehen anzuschauen. Gibt es da irgendwas zu gucken? Nachrichten, Cartoons, Horrorfilme und Essens. Irgendwas über Essen. nichts, was mich wirklich interessiert. Hinzusetzen und zuzuschauen. Vielleicht soll ich das morgens nochmal checken. Was haben wir hier? Das habe ich schon eine ganze Weile, nicht wahr? Oh. Ein Hundewelpen für jede Person. Ganz genau, du kannst keinen Hund jetzt haben. Auch noch mit so einer Arbeit, dieser Art von Arbeit. Oh, sehr realistisch. Nicht vorstellbar. Ich kann es nicht erlauben, ein Haustier zu besitzen. Ein Hund wäre nicht sehr glücklich an diesem Ort. Er kann nicht rumrennen, nicht spielen. Es gibt keinen Park, also nicht irgendwo einen Park, wo man hingehen kann. Ich sollte dieses unnütze, dumme Teil wegwerfen, also anscheinend diese Zeitung oder dieses Buch. Morgen. Was mache ich morgen? Ich werde es morgen wegwerfen. Morgen früh wegwerfen. Ah, also, wir haben praktisch sowas wie eine harte Schale, ein weicher Kern. Also, wir sehen uns anscheinend nach Harmonie. Nein, ich muss jetzt nicht ins Bad, in die Toilette. Morgen früh werde ich duschen. Aber jetzt bin ich irgendwie zu faul, das jetzt noch zu machen. Ah, das ist der Ausgang, also nicht der Ausgang, da geht es ins Schlafzimmer. Soll ich jetzt ins Bett gehen? Nein, noch nicht. Wir gucken uns erst noch hier ein bisschen um. Ja, ich soll jetzt was essen, oder? Ich denke, es ist ein bisschen zu spät, jetzt noch was zu machen. Ich könnte mir ein Sandwich machen, solange ich doch Brot habe. Mal gucken. Ah, oh, jetzt geht's in die Küche. Jetzt nicht sehr erfüllend, aber der Job ist gemacht.
Es wird reichen bis morgen früh. Okay, gibt es noch was anklicken kann? Nö, also. Gut, dann gute Nacht. Ist vorbei. Ich habe das richtig getan. Sie ist dann comeback dabei. Garantiert, dass nichts zurückkommt und mich den Hintern beißt. Also sich irgendwie, dass ich das bereue, heißt das, glaube ich. Ja. Eine Familie sollte zusammen sein im Urlaub oder in den Ferien. Ja, das sollten sie. Es schneit aber ganz schön viel. Ah, das ist gut, dass ich zu Hause bin. Ja, ich wundere mich, wie viel Schnee bis morgen da noch kommen wird. Ja. Ich erinnere mich, wenn Mutter used to make me shovel the snow. She would trick me into doing it if you could call it tricking. Da ist ganz schön viel Schnee auf der Straße, weißt du? Ich wette, wenn du die Sch Ach, ich wette, wenn du die Sch wenn du mit der Schaufel alles, wenn du alles mit der Schaufel wegschaufelst, dann hast du genug Schnee, um den größten Schneemann der Welt zu bauen. Ich habe es immer wieder versucht. Ich habe immer wieder versucht, den größten Schneemann der Welt zu bauen, den die Welt je gesehen hat. Aber der Schnee ist geschmolzen, bevor ich damit fertig wurde. Oder hat auch immer für die Ferien dekoriert. Holidays, ah, Feiertage. Man kann das auch mit Feiertagen übersetzen. Ist da gerade Weihnachten oder so? Sei denn, sie war krank, viel zu beschäftigt oder war mit sich selbst beschäftigt. Aber sie hat immer schön dekoriert. Die Lichter haben immer am besten gefallen. Sie hat diese großen, bunten Lichter benutzt. Ich denke, die farblosen waren ja immer zu langweilig. Mutter war immer eine sehr bunte, farbenfrohe Frau. Vielleicht sollte ich mir auch welche kaufen. Ich kann das tun, oder? Was habe ich gesagt? Natürlich kann ich das. Das ist mein Apartment, das ist meine Wohnung, da kann ich machen, was ich möchte. Außerdem, ich sehe sehr viel meiner Nachbarn, von den Nachbarn, die auch ein wenig dekorieren. Warum sollte ich das nicht genauso tun? Feiertage eben sind für Familien. Und ich denke, es wäre doch schön, Teil einer Familie um mich herum zu haben. Das wäre sehr schön. Ah, jetzt wird es Tag. Mein Telefon. Es war gerade mein Telefon. Ist es?
4 Uhr nachmittags. Boah, ich denke, ich hatte eine lange Nacht. Oh, mein Telefon, natürlich. Das ist der Sohn vom Boss. Was will er? Groven heißt der Sohn vom Boss. Zeit, dich abzuholen. Natürlich, natürlich. Ist alles okay? Ich brauche dich in der Pinecrest Mall. Da sollst du hinkommen. Das ist wichtig. Wichtig? Ja. Und du musst etwas inspizieren, so schnell wie möglich. Was? Warum? Was ist denn passiert? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Das wird alles kaputt machen. Alles kaputt machen? Yes! Muss ich alles wiederholen, was ich sage? Komm her so schnell wie möglich. Sehe ich dich dann. Warte, warte, was? Crowan, was ist passiert? Da. Hallo, Crowan? Oh, er hat aufgelegt. Oh, Crowan. Er ruft mich doch nie an. Muss es wirklich was ganz Wichtiges sein, wo er mich braucht? Vor allem. Naja, nichtsdestotrotz muss ich mich dann anziehen. Dass die Musik jetzt so fröhlich ist, ne? Es ist immer noch dunkel draußen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Das ist doch hier, wo er gesagt hat, wo wir uns treffen, oder? Ich bin mir nicht so sicher, ob ich hier draußen sein möchte. Ach, warte. Da ist er ja. Das sieht cool aus. Also ich muss hier eins dazu sagen, die Charaktere von Arcade Kitten, die sehen so cool aus. Also das ist nur am Rande erwähnt. Er ist selbst hier. Was ist unser Geschäft? Anyway. Ich denke, wir müssen es rausfinden. Crowan? Ah. Es wird auch Zeit, dich hier endlich zu sehen. Verdammt. Ich hab doch gesagt, du sollst dich unauffällig anziehen. Und nicht, wie wenn du gerade in den Bergen steigen möchtest, hochsteigen möchtest. Ich was? Niemand hat mich wahrgenommen oder mir Aufmerksamkeit geschenkt, seit ich hier bin. Und warum bist du? Was ist mit deinen Haaren? Du siehst irgendwie doof aus. Kannst du mir jetzt endlich sagen, für was du mich hier brauchst? Du hast gesagt, es ist wichtig, oder? Ja, es ist wichtig. Was? Was ist das denn nun? Ich kaufe ein paar Geschenke, die ich heute Nacht brauche. Ich brauche dazu ein bisschen Hilfe. Wie bitte? Ja, es ist ein bisschen später, das jetzt noch zu tun, ich weiß, aber besser spät wie nie, oder? Du hast mich hierher gerufen? Für Feiertags-Shopping, Holiday-Shopping. Das ist super Weihnachten aus, Weihnachtsgeschenke-Shopping. Ja, hab ich. Ich muss für viele Leute was einkaufen. Mom, Dad, Mary, Tante, Onkel, dann Pio, dann Fett. Kannst du dich gegen jemanden anderen fragen, der dir helfen kann? Bist du doof? Natürlich kann ich das nicht. Das würde doch die Überraschung verderben. Wenn die von den Geschenken wissen, oder? Und warum bestellst du nicht einfach online? Ich hab's dir doch gesagt, weil ich zu spät bin.
jede Bestellung, die jetzt noch rausgeht, wird nicht rechtzeitig ankommen. Ich kann das jetzt irgendwie nicht glauben. Ich bin hier, ich dachte, es gibt irgendwie was ganz arg Wichtiges. Ich habe schon gedacht, du bist irgendwie in Schwierigkeiten. Kannst du jetzt mal runterkommen? Und vergessen, was wir besprochen haben? Du weißt, ich bin Dad's Own, ne? Ja, natürlich, ich weiß. Ja, dachte ich mir. Du redest irgendwie so, als hättest du das vergessen. Ich hab's nicht vergessen. Tun wir das jetzt wirklich? Ja. Und keine Hemmungen. Ich werde alles bezahlen. Ich werde dich für die Arbeit heute Nacht auch bezahlen. Ja. Und wenn wir Santa in der Mall begegnen, dann werde ich auch ein Bild von dir und ihm machen. Ah, großartig. Das wollte ich jetzt auch gerade. Also das hat irgendwie wie zum harten Krimi-Touch angefangen und jetzt gehen wir Weihnachtsshoppen? Hab ich das richtig verstanden? Mit dem Sohn vom Boss? Vom Gangsterboss? Jetzt bin ich fertig mit Einkaufen und Shopping. Oh, lässt mich hier irgendwie an der Kasse jetzt warten. Ich denke, es geht schneller, wenn ich ihm jetzt ein bisschen helfen würde. Oh, warum hat er mich jetzt hierher bestellt? Naja, jetzt warte ich eben. Hallo? Hallo? Hey, Sir? Moment. Moment, ruft mich. Was will? Ach, das Mädchen. Ich weiß, wer die ist. Sie. Sie ist Mitglied vom Parlament. Twyla. Was macht die denn hier? Irgendwie unheimlich. Oh je, und jetzt kommen sie direkt auf mich zu. Hey, Sir. Sie sind ganz schön groß, oder? Hm? Ich habe ein Problem, ich brauche jemanden, ich komme irgendwie nicht in ein großes Regal hoch. Hat sie mich nicht erkannt? Sie sehen aus, als ob sie mir helfen könnten. Können Sie mir helfen? Ich denke nicht, dass das ein Problem wäre. Danke. Folgen Sie mir mal bitte, kommen Sie mal her. Ganz da oben. Da kommen sie doch bestimmt an, oder? Ich denke schon. So, bitteschön. Danke. Ach, das war jetzt gar nicht so schlimm. Oh, Gott sei Dank, ich dachte schon, das gibt jetzt ein richtig großes Problem. So, ich muss aber zurückgehen, bevor Crowell merkt, dass ich weg bin. Entschuldigen Sie? Ihr zwei? Hallo? Oh, Kaufhausdetektiv. Was tut sie denn hier? Gibt's ein Problem, Ma'am? Ja, gibt es.
vor ein paar Tagen, also gestern, sind da zwei Diebe gewesen, die haben irgendwas hier gestohlen. Die irgendwie verdächtig, so wie ihr zwei aussieht. Sie verdächtigen uns. Also ich denke, wenn sie unschuldig sind und nichts zu verbergen haben, dann können sie doch mal mit ins Büro, in mein Büro kommen. Denke ich mal. Oh, hm. I'm around Tyler any longer. She might catch on me. Nicht ausdenken, wenn sie mich jetzt doch erkennt. Und diese Lady da, diese Dame, denkt tatsächlich, dass wir etwas mit dem Diebstahl zu tun haben. Und wird jetzt vielleicht auch noch die Polizei rufen. Verdammt. Was soll ich jetzt tun? Twyla sagt nein, ich denke nicht. Jetzt antwortet doch nicht von mich. Dann kommen Sie mit. Werden sie tatsächlich die Polizei rufen? Nee, das wird die wirklich tun. Boah, ist ja voll am Zittern, der Arme. Ich kann damit nicht in Verbindung gebracht werden. Oh je, dann wird's richtig brenzlig für mich. Also wir sind tatsächlich ein Auftragskiller für einen Gangsterboss. Und ja. Und dann auch noch der Boss, ne? Okay, okay. Beruhig dich, Ovidius. Du bist gut. Hier, was du tust. Ne? Das werde ich schon niemand erwischen, oder? Na gut, er hat ja auch den Tag vorher jetzt den anderen Typen erschossen. Also, aber naja. Das hat ja nichts zu befürchten eigentlich. Jetzt nur in einer sehr unglücklichen Situation. Das hat nichts zu bedeuten. Es wird schon alles gut gehen. Und jetzt, wenn Sicherheitsauftragter oder auch Kaufhausdetektiv kommen dann zurück. Ah, okay. So, jetzt haben wir drei Möglichkeiten, wie wir uns aus der Affäre ziehen können. Wir entschuldigen uns und gehen auf die Toilette. auf die Toilette müssen. Oder wir werden den Notruf betätigen. Es ist zu spät zum Arbeiten. Ach, was soll man? Ach, wir machen was Lustiges. Zurückkommt, entschuldigen wir uns, wir müssen mal ins Badezimmer die Hände waschen. Das ist ein Notfall. Ich muss jetzt sofort gehen. Du bist gleich wieder zurück. Ja? Aber so ein Notfall kann jetzt nicht lange warten. Und bevor sie etwas noch sagen kann, rennen wir einfach aus der Tür raus und versprechen, bald wieder zurückzukommen. Aber wenn wir ausgehen, wir sehen sehr verdächtig aus. Und was ist, wenn sie uns jetzt ruft? Nein. Fein.
kann die aus dieser Situation rauskommen. Und dann einfach aus der Mall, also aus dem Kaufhaus, abhauen. Das wird ganz einfach. Oh, jetzt haben wir wieder drei Möglichkeiten. Wir können uns in der Dekoration verstecken. Getting a new disguise. Was ist denn das? Oder den Zug verwenden. Oh, wir stecken uns hinter der Dekoration. Sollen wir uns hinter der Dekoration verstecken? Ja, jetzt machen wir mal. Da ist keine schön große Dekoration, wo ganz viel Platz ist. Groß genug, damit wir uns verstecken können. Ich gehe von Dekoration zu Dekoration, bis ich einen richtigen Flugweg gefunden habe. Einen ordentlichen Flugweg. Aber ich denke, bis zur Tür raus, das wird nicht genug sein. Ich muss wirklich raus aus der Mall. Wenn die mich jetzt verdächtigen oder mich irgendwie entdecken, dann gibt es keinen Weg mehr für mich, da rauszukommen. Wenn das passiert, dann haben sie mich am Schlawittchen. Das ist der einfachste Teil von meinem Plan. Alles, was ich tun muss, ist take a detour, leave the car. Was leave the car? Drive into. Dann machen wir leave the car. So, ich verlasse das Auto und laufe nach Hause. Hä, sind das schon ein Auto? Ich kapiere es irgendwie. Ist ein bisschen komisch. Was? Achso, leave the car. Also, wir lassen das Auto zurück und laufen nach Hause. Okay. Damit wir uns hier verdächtig machen. Wir kommen am nächsten Morgen zurück und holen das Auto dann. Oder ich kann auch jemanden anrufen und ein Mitglied, wahrscheinlich unserer Gangster-Gang, und das Auto holen lassen. Ah, und während ich so nach Hause laufe, ich kenne da ein Katzencafé, das gerade noch zur späten Stunde auf hat. Ein Katzencafé, Cat-Café. Da kann ich jetzt, ich kann auch für eine Weile da Zwischenstopp machen. Kaffee trinken, mich mit aufwärmen. Bevor ich dann wieder, dann bin ich ein bisschen aufgewärmt, bevor ich in der Kälte nach Hause laufe. Und dann, danach, bin ich zu Hause und bin in Sicherheit. Ja. Ach, das haben wir jetzt alles bloß im Kopf durchdacht. Das haben wir gar nicht wirklich gemacht. Tatsächlich, das haben wir nicht wirklich gemacht. Das war bloß ein Gedankenspiel. Wir sind immer noch im Büro von dem Kaufhausdetektiv. Das ist perfekt. Das wird funktionieren. Natürlich. Ich werde dann Rowan anrufen und ihm schon alles erklären, was passiert ist. Und das wird dann cool. Ja, aber ja, was soll man tun, ne? kommt die Kaufhausdetektive wieder. Entschuldigung. Ich habe noch jemand anderen checken müssen oder prüfen müssen, bevor ich jetzt mit euch reden, mit ihnen reden kann. Entschuldigung, schauen Sie sich mal das Überwachungsvideo an. Entschuldigung? Ich habe nicht die Erlaubnis erteilt. Oder nicht gebeten. Was nicht gebeten? Zeigen Sie uns das Video. Tja, das war's dann mit meinem Plan, aber. Oh Mann, ihre Stimme ist so. Sie hat noch nie mit mir geredet.
fürchte, sie hört gar nicht zu. Natürlich können Sie es sehen. Ich habe das Videoband hier. So, Video läuft. Dieses Video. Das soll doch ein Witz sein. Wirklich, ein Witz, oder? Weil das ist nicht sehr ernst. Was meint... Dieses Video zeigt... Shows you don't how to do your job, huh? Dieses Video zeigt nicht, wie sie ihren Job machen. Zuerst der große Zwischenraum zwischen der Frau und dem Mann in diesem Video ist nicht annähernd so groß wie der Unterschied zwischen Größenunterschied zwischen diesem Mann hier neben mir und mir. Zweitens, diese Frau kann den oberste Regal ohne Probleme erreichen. Und sie hat auch, sie trägt auch nicht irgendwie hohe Schuhe oder sowas. Im Gegensatz zu mir habe ich diesen Mann, musste ich diesen Mann in den Hilfe bitten. Und das wissen sie. Also, warum haben sie jetzt uns hier einfach unterbrochen, während er mir geholfen hat? Nun, ach bitte, sie können mir doch nicht erzählen, dass sie diesen Mann in dem Video hier mit dem hier verwechseln. Der hat irgendwie eine andere Nasenform. Und dann diese Frau, die Augenbrauen von dieser Frau sehen nicht so aus wie meine. So, was ist jetzt der Grund für Ihre Verdächtigung? Sind Sie einfach nur gelangweilt? Da müssen Sie eine Quote erfüllen? Ja? Oder wollen Sie uns irgendwie in Schwierigkeiten bringen, so kurz vor den Feiertagen? Was versuchen Sie hier? Oh, die Verkaufsdetektivin wird nervös. Und die Feiertage verderben? Ist das Ihr Plan oder Ihr Ziel? I have to fetch my superior. Also, fetch the superior. Ich weiß nicht genau, was das übersetzt heißt, aber sie muss irgendwie auch ihren Job machen. Oder irgendwas erfüllen. Okay, ich denke, wir können gehen. Ich sagte, wir können gehen. Aber wird diese Frau nicht nochmal zurückkommen? Da mache ich mir keine Sorgen. Nach all dem, was das ich denke, es wird kein Problem sein. Ja, wird kein Problem sein. Das sind bestimmt andere Kaufhausdiebe. Ich denke, ich werde jetzt gehen, von hier weggehen. Und die nächsten Tage auch nicht mehr herkommen. Nur zur Sicherheit. Komm, lass uns gehen. Lassen Sie uns gehen. Sie haben uns ja nicht erkannt. Also müssen Sie uns jetzt mitkommen. Ich weiß den nächsten Ausgang. Das war dann dieses Gedankenexperiment oder Gedankenspiel. Von Ovio, also von uns. Nur ein Gedankenspiel. Da sind wir ja. Ovidius heißt unsere Hauptfigur. What you did back there was pretty impressive. Du bist aber ziemlich. Du bist ziemlich cool geblieben die ganze Zeit.
Und hast diese Situation ziemlich schnell gut gemeistert. Also, von unserer Seite aus, ich denke, natürlich habe ich das gemacht. So getan, gemacht. Ich wusste, wir haben nichts Falsches gemacht. Und es gab keinen Grund für eine Verdächtigung, sich oder sich verdächtig zu fühlen oder schuldig zu fühlen. Haben Sie nicht dasselbe gedacht? Hast du nicht dasselbe gedacht, Ovidius? Oh, sie hat mich erkannt. Nun, ich hab's nicht. Ich muss zugeben, ich habe dich nicht gleich erkannt. Aber dann, als du angefangen hast zu reden und so nervös zu gucken, lass es sie nicht mal so sagen. Nee, Quatsch. Wie ich dich um Hilfe gebeten habe, das hat mich schon irgendwie einen Grund gegeben. Ach, meine Übersetzung ist bestimmt total konfus. Das hat mir dann gezeigt, wer du bist oder dass du es bist. So, du bist hier alleine? Was willst du? Entspann dich, ich will nichts. Ich denke, nach dem Debakel, denkst du, dieser Ort ist voll mit Überwachungskameras? Und ich habe hier tatsächlich nicht die Absicht gehabt, dich hier zu treffen. Das war einfach nur ein Zufall. Ein glücklicher Zufall. Aber nun bist du hier und ich muss dich mal was fragen. About a certain little bird in my family. Heißt das so viel übersetzt wie über a little birdie, kleines Vögelchen in meiner Familie? Heißt das, Nesthäkchen vielleicht? Der Jüngste ist ja meistens Nesthäkchen. Heißt Little Birdie Nesthäkchen? Und was macht dich so sicher, dass ich damit was zu tun habe? Nun, letzte Nacht. Meine Familie und ich haben da etwas herausgefunden oder etwas überlegt, was niemandem aufgefallen ist. Und wir würden gerne wissen, was da los ist. Wir haben einen Brief gefunden. Einer unserer anderen Familienmitglieder hat den Brief uns geschickt oder zugesendet. Das war von jemandem, den wir hier verdächtigen, der uns suspekt vorkommt. Und er hat gesagt, das hat was damit zu tun, dass er nie mehr zurückkommen wird. Jemand hat ihm nämlich gesagt, ihm eine zweite Chance gegeben. Ja, nun. Das hat doch irgendwas mit dir zu tun, oder? Und wenn es was mit mir zu tun hat? Ja, hat es. Dachte ich mir. Ich muss sagen, das war sehr nett von dir. Aber Nettigkeit hat nichts in unserem Business, in unserem Geschäft zu suchen. Denkst du wirklich, du hast jemandem jetzt da geholfen? Bist du jetzt auf dieser Schiene in der Arbeit, indem du anderen helfen willst? Das ist irgendwie lustig.
Du bist ja so lieb und soft und weich. Wie der Rest von diesem dummen Kongress von dir. Aber das wird dein Untergang sein. Oh. Schau mal nach der Zeit. Es ist schon ganz schön spät. Ich muss gehen. Ich muss wirklich gehen. Aber bevor ich das tue, habe ich eine Nachricht von meiner Familie für deine Familie. Wir werden dir heimzahlen, was du getan, für das, was du getan hast. Also es geht hier anscheinend wirklich um mafiöse Zustände und das sind zwei Familien, also Gangsterfamilien oder Gangsterclans, die in Konkurrenz miteinander stehen. Das hat irgendwas damit zu tun, dass wir da jemanden verschont haben am Anfang. Dieser Ovidius, der irgendwie tut er mir leid, der ist irgendwie, der will ein Lieber sein, ne? Der will ein Guter sein. Nun, frohe Feiertage für dich, wünsche ich dir. Tja. Ich denke, ich sollte mal ein bisschen nachdenken. Das wäre nicht schlecht. Ich soll ein bisschen auf mich aufpassen und ein bisschen weniger verdächtig wirken, denke ich mal. Mich nicht so verdächtig machen. Ich denke, ich bin ganz gut, ganz normal und jetzt hat sie mich irgendwie dabei erwischt. Twyla. Das nächste Mal Twyla. Ich werde definitiv nicht geschnappt. Oh, mein Telefon. Oh, it's growing. Hey, den haben wir ja ganz vergessen, ne? Sag mal, wo bist du denn? Oh, ich bin draußen. Was? Was machst du denn da draußen? Lange Geschichte. Ich denke, ich muss dich hier draußen treffen. Echt jetzt? Ich habe dich gerufen, mir zu helfen. Und jetzt machst du es mir nur noch schwer. Und nicht, um es mir noch schwerer zu machen. Ich weiß. Ah, Entschuldigung. Ah, toll. Wie auch immer. Naja, ich bin gleich bei dir draußen. Some help you where. Ja, achso, sag mir bitte mal, wo du bist. Ja, draußen an der Straße. Was? Ja, Entschuldigung. Du hast gefragt. Ich weiß, es war nicht richtig von mir, aber wenn du mir was zu sagen hast, dann sag's jetzt. Spuck's aus. Wenn ich drin war, kannst du draußen für ein extra Item für mich abholen? Echt jetzt? Du lässt mich jetzt das ganze Zeug alleine tragen? Es ist nur eine Sache. Fein. Aber nur, weil mein Dad mit dir irgendwie cool ist. Danke, Crown. Das ist sehr nett von dir. Wie auch immer, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob das lustig gemeint sein soll oder ob da irgendwie noch ein gruseliger Plot-Twist kommt. Was ist das? Man denkt lange nach und lange. Okay, es ist ein bisschen mehr. Und das sieht perfekt aus. Ich denke, Mutter würde das genauso sehen. Der Crowen hat uns die Lichterkette, die bunte Lichterkette mitgebracht. Das war's? Thank you for playing and happy holidays. Das war das Ende. Ach, das ist ja süß.
Gut, es war eher ein Visual Novel, wo wir ein paar kleine, winzig kleine Entscheidungen haben treffen können. Moment. So. Ja, cool. Also, ja, das war Happy Holiday Shopping. Also würde gut zur Weihnachtszeit passen. Ich denke, man kann auch noch andere Szenarien durchspielen. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das Spiel bzw. die Visual Novel, das ist Visual Novel, das ist so eine Art interaktive Geschichte, interaktive Novelle oder Comic im Comic-Style. Also ich mag nämlich Arcade Kitten, da unten steht's. Ich schreibe auch, es gibt auch wieder den Link zu dem Spiel von Arcade Kitten in die Videobeschreibung. Sind sehr cute, sehr witziges die Style, also mag ich Arcade Kitten, wenn du das siehst, please more of this, ja, yeah, I love it. Ich werde auch schreiben in die Kommentare, ob ich die anderen Szenarien auch mal durchspielen soll. Was passiert, wenn wir den Typen da am Anfang wirklich erschießen? Oder ein anderes Gedankenspiel durchspielen? Bei unserer Flucht aus den Fängen des Kaufhausdetektivs. Ja, ich wünsche euch, also danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaf gut. Und wenn ihr das jetzt hier kurz vor den Feiertagen guckt, eine Happy Holiday Shopping Tour. Ja. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.